auch schon eine starke Schwellung bei Eduard Gutknecht unter dem linken Auge. Aber zum Glück noch nicht geöffnet. Fünfte Runde, bislang ausgeglichen. Aber Georg Bramowski spürt, dass das eine ganz entscheidende Phase in diesem Kampf ist. Sein Schützling muss hier mehr investieren. Muss versuchen, den Kampf zu bestimmen. Selbst nach vorn zu gehen. Da ist er immer ein bisschen zu passiv, wartet einen Tick zu lange. McIntosh macht auch nichts Spektakuläres im Moment, aber er beschäftigt seinen Gegner, bringt die langen Hände. Das war eine gute Aktion von Gutknecht. Körper, Kopf. War schon als Amateur sehr erfolgreich. Junioren-Vize-Weltmeister. Und will natürlich auch bei den Berufsboxern sich ganz große Titel erkämpfen. Ja, wieder eine Rechte von McIntosh. Er lässt Gutknecht hier nicht in Ruhe. Er beschäftigt ihn pausenlos mit dem linken Jab. Genau das, was der Coach in der Pause gesagt hat. Und bei Gutknecht fehlt noch ein bisschen die Entschlossenheit. Es scheint so, als müsse er noch ein bisschen die Handbremse lösen. Das war eine gute Aktion, nochmal nachgesetzt. Henry Maske, wie sehen Sie es bislang? Ja, die ersten Runden. Die Schwächen vom Gutknecht hat man ganz klar gerade in den ersten Runden gesehen. Dieser bewegliche McIntosh, der auch teilweise unorthodox boxt, hat die Schwächen von Gutknecht aufgedeckt. Die hängende Führungshand, ganz gefährlich. Ja, dann kommt die überraschende Schlaghand rüber. Hier sehen wir es jetzt gerade nicht. Aber eben diese harte Hand genauso da. Das darf nicht passieren. Die muss ich sehen, da muss ich erwarten, da muss die Hand oben sein. Ja, da muss ich ganz safe stehen. So, hier gleich wieder so ein kurzknappes Ding, weil er reingeht in der Distanz des Gegners mit einer Führungshand selber hängt. Das geht nicht. Und dann gibt es im Zuge der Zeit glücklicherweise mal ein paar Aktionen vom Gutknecht, wo er geschlossener steht, wo er selber Druck macht. Denn so ein Mann wie McIntosh, den muss man auf die Füße treten. Die muss man unter Druck setzen und wirklich an Rand seine eigene Schwäche bringen. Denn da steckt die große Gefahr, dass man dem den Freiraum gibt und diese Beweglichkeit. Da muss er jetzt in den nächsten Runden zwingend dran arbeiten. Tja, da muss er ran, denn nach Punkten dürfte er jetzt knapp zurückliegen zu Beginn von Runde 6. Bei mir wäre es ein Punkt, aber da trifft er ihn mit dieser Kombination überraschend. Das, was Henry Maske gerade sagt, er muss ihn auf den Füßen stehen. Schwere Treffer und McIntosh kann sich nur noch am Seil festhalten. Was passiert jetzt? Sucht er die Entscheidung? McIntosh auf wackeligen Beinen. Kommt er hier noch durch diese Runde? Gutknecht schaut. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn McIntosh kurz zu Boden gegangen wäre, eine Auszeit genommen hätte, aber er versucht, das hier so zu überstehen. Zuschauer setzen sich hier wieder.
in Neubrandenburg. Mundschutz ausgespuckt. Das kommt ihm natürlich sehr zu Pass. Da bekommt er eine längere Pause. Aber es geht schnell weiter. Und der Ringrichter sagt ihm beim nächsten Mal, gibt es dann Punktabzug. Ja, so ganz sicher wirkt Danny McIntosh noch nicht. Gutknecht sollte jetzt genau hinschauen. Nicht blind reinlaufen, sondern ganz genau auf die zweite Chance warten. Der ist noch wackelig. Provoziert ein bisschen, lockt ihn. Gutknecht muss locker bleiben, darf jetzt nicht verkrampfen. Oh ja, wieder eine rechte drin. Er spürt das natürlich. Aber er muss jetzt versuchen, hier mit klarem Kopf zu boxen. McIntosh wird hier weiter Lücken anbieten. Und da darf er nicht verkrampfen, da muss er locker bleiben. Da müssen die Schläge ganz locker abgefeuert werden. Auf jeden Fall eine ganz starke Runde für Gutknecht. Vielleicht die Wende in diesem Kampf. Zuschauer sind da, spüren das. Und noch ein paar gute Hände von Gutknecht. Aber McIntosh schafft es in die Pause, ohne zu Boden zu gehen. Trotzdem natürlich eine klare Runde für Eduard Gutknecht. Schwer angenockt, hält sich aber auf den Beinen. Und macht da jetzt natürlich ganz geschickt, versucht zu klammern. Kämpf um deine Existenz. Hier geht's um alles. Bleib weiter kontrolliert und hau doch mal einen Aufwärtshaken. Da steht schon ein Abzieher in den rein. Und dann wieder ruft. Bam. Komm, ein, zwei gerade Hände, mehr Kontrolle haben. So. Komm hoch, mach dich locker. Komm hoch, mach dich locker. Eddie, jetzt geht's um alles. Geschlossen aufbleiben. Er wird jetzt kommen. Der ist genauso tot. Wir haben Halbzeit und der Kampf ist völlig offen. Geht praktisch von vorn los. Gutknecht sollte psychologisch im Vorteil sein. Aber es könnte auch sein, dass sich McIntosh jetzt erholt hat und seinerseits versucht, wieder den Kampf an sich zu reißen. Hat natürlich Kraft gekostet. Gutknecht hat viel geschlagen in dieser sechsten Runde, viel investiert. Muss versuchen, die Fäuste oben zu halten, auch wenn die Kräfte nachlassen. Guter rechter Konter von Gutknecht. Aber McIntosh ist motiviert, er geht nach vorn. Hände auch weit unten, Deckung entblößt. Sehr schön im Gegenangriff. Aber der Mann aus Gifhorn braucht auch eine stabile Deckung.
Ja, es ist beiden anzusehen, dass sie in den ersten Runden viel Pace gemacht haben. Das wird jetzt eine Frage des Willens. Beide jetzt schon im Grenzbereich. Ja, Kopf sehr tief. Dann hat Gutknecht noch ein bisschen geschoben von oben und dann gab es ein Nachschlagen von McIntosh. Und dafür bekommt er einen Punktabzug. Ringrichter Giuseppe Quartarone ist da ganz konsequent und sagt, solche Nicklichkeiten will ich hier nicht haben. Nachschlagen, dann noch tief, das ist dem Mann aus Bologna dann des Guten zu viel. Also am Ende auf jeden Fall ein Punkt Abzug bei Danny McIntosh. Ja, sehr schön. Ganz einfach. Die linke Führhand. Genauso soll er boxen. Eine stabile linke und dann die rechte mitnehmen und sofort wird es gefährlich für McIntosh. Hier haben wir noch mal die Szene. Kopf ist unten und dann schauen Sie hin. Zack, mit der rechten tief. Also diesen Punktabzug hat er sich wirklich verdient. Also jetzt, passt auf, ja. Danny, looking at this eye, mate, it's closed. Also das Auge ist so. Kannst du überhaupt was sehen? Ja, schaffst du noch ein paar Runden? Also hör mir zu, Junge. Ja. Du musst weiter Punkte machen, ja? Und clever boxen, ja? Mit Köpfchen, ja? Also, und weiter präzise boxen, ja? Ja, das Auge sieht wirklich nicht gut aus. Ich würde schon sagen, besorgniserregend. Und Gutknecht setzt nach. Gefährlich vor allen Dingen die Schwellung am Augenlid. Nicht das, was unterm Auge ist, aber was überm Auge dann dazu führt, dass er nicht mehr so gut schauen kann. Und dann sollte der Kampf auch abgebrochen werden. McIntosh versucht zurückzufighten. Der will diesen Titel, den er sich gerade erst erkämpft hat, nicht wegschenken. Er hätte sich für die erste freiwillige Titelverteidigung vielleicht auch etwas leichteren Gegner nehmen können, aber er sagte, ich bin jetzt schon 31 und wenn ich nicht jetzt die guten Kämpfe mache, wann dann? Gute Linke, Gutknecht. Und McIntosh macht jetzt schon fast einen hilflosen Eindruck. Das Selbstvertrauen, was er hatte, ist vorbei und der Ringrichter spürt das und trifft die richtige Entscheidung. Eduard Gutknecht hat den Kampf gedreht. Riesenstimmung jetzt hier in Neubrandenburg, weil die Zuschauer gemerkt haben, der Junge hat sich diesen Sieg erkämpft. Hat es sehr schwer gehabt in den ersten Runden. Gibt es einen Glückwunsch von seinem neuen Manager Wilfried Sauerland und von Georg Bramowski. Das war hier heute sein erstes Meisterstück. Und die Entschlossenheit, auch der Biss, der in den ersten Runden fehlte, das hat er dann gezeigt. Ab Runde 6 und dann in der 7.
und dann auch konsequent die Entscheidung gesucht. Da gibt es schon das Siegerfoto. Und das wird natürlich auch den Chefcoach Uli Wegner in Amerika freuen, der sich gar nicht so wohl fühlte, dass er hier seine Schützlinge zu Hause allein lassen muss. Aber natürlich ist die Aufgabe mit Arthur Abraham auch eine ganz große Herausforderung für den Meistertrainer. Ja, und Danny McIntosh, der im ersten Teil des Kampfes sehr stark wirkte, sehr entschlossen, ist dann kalt erwischt worden und hat sich davon nicht mehr so richtig erholt. Hier die entscheidenden Szenen in der achten Runde. Da sieht man schon, er schüttelt mit dem Kopf, er spürt, es geht nicht mehr. Die Augenverletzung, die schweren Treffer, die er schon einstecken musste. Und dann sehr gute Entscheidung von Giuseppe Quaterone. Und da spürt man auch ein bisschen die Last, die jetzt von ihm abfällt. Er hat es geschafft. Der erste Titel für Eduard Gutknecht. Ja, und da sehen wir, der Coach hatte schon das Handtuch in der Hand. Ist natürlich enttäuscht, aber hat sich einen klaren Kopf bewahrt, auch in diesem heißen Gefecht. Und das Urteil mit Roman Roll. Meine Damen und Herren, hier kommt das offizielle Urteil. Ringrichter Giuseppe Quaterone stoppt den Kampf in Runde 8 nach 1 Minute 28. Sieger durch TKO und neuer Europameister im Halbschwergewicht. New European Champion Eduard Gutknecht. Ein schöner Moment für diesen sympathischen Boxer aus Gifhorn. Zum ersten Mal bekommt er einen richtigen Gürtel umgelegt. Diesen Erfolg wird er jetzt erstmal genießen, zu Hause mit der Familie. Und dann Anlauf nehmen zur ersten Titelverteidigung. So, danke. Eddie, soll ich sagen. Jawohl.